Willkommen bei Swiss Trader. Ich habe folgenden Versuch gestartet, dass ich mit 12,5 Kontrakten long gehe. Und wenn man das, dieser Chart im M15 anschaut, sieht das folgendermaßen aus. Hier die erste Welle 1, Welle 2, Welle 3 und Welle 4. Ich nehme nun an, dass die Welle 5 folgt, und zwar etwa bis 12.666. Das ist etwa das 50% Retracement von der ganzen Abwärtsstrecke. Und da muss ich den Stopp bloß noch ein bisschen wegziehen, da unter die Unterstützung. Und mal sehen. Also ein Ziel, das ziemlich sicher scheint, ist das hier oben. 12.635, aber 12.666 wäre auch noch möglich. Und man sieht da, ich bin da mit 0,5 Kontrakt long. Und zwar auch in meinem Echtgeldkonto parallel. Ist ein ziemlicher Stress. Das sind 12,50 pro Punkt. Und wenn das jetzt da bis 12,666 ginge, das wären dann etwa 70 Punkte mal 12. Einmal schnell ausrechnen, was man da gewinnen könnte. Das wäre 12, 6, 6, 6 minus 12, 5, 7, 9. Das sind 87 Punkte mal 12,5. Das wären 1087 Franken oder nein, Dollar. Ich habe das Konto in Dollar. Wäre ziemlich schön, wenn das klappen würde. Das Risiko ist da sicher etwa 300 Euro. Das können wir auch mal schnell ausrechnen. Das ist 12, 5, 7, 9. Minus 12. Ah. Einen Moment, ich muss mal schauen, im Echtgeld, wo habe ich da den Stop-Loss? Bei 12,565. Das ist ein bisschen knapp. Das ist nur 11 Punkte. 11 Punkte, 11. Also das Risiko 11 mal 12,5, das wäre 137. Das wäre natürlich ein schönes CRV. Absolut schön. So, mal schauen. Also solange diese Wellen da nicht überschneiden, gilt das Modell. Da ist der Stop-Loss eigentlich auch an der richtigen Stelle bei 12,56, weil da gäbe es schon eine Überschneidung. Also schauen wir da mal weiter.
schon ziemlich stark in den roten Zahlen. Der DAO, der testet nochmals die 12.601. Optisch sieht das Ding gut aus, aber da auch schon minus 132, im Echt gilt schon minus 100, 160. Da nochmal schauen, wie sich. Der Dow Jones ist beim 23,5 Retracement. Und das muss jetzt halten, sonst sieht es schlecht aus für den Trade. Und da ist er sogar noch unter die 2,6 runter. Das sieht schlecht aus. Der DAX aber ist stärker. Also eben, das darf nicht. Also eigentlich hier ist der Stop-Loss. Wenn es da runter geht, dann ist. Also so ist die Elliott-Welle immer noch gegeben. Wenn es runter geht, dann leider nicht mehr. Und ja, jetzt zieht er wieder an, der DAX. Ah, schon ein bisschen Erleichterung. Es wäre natürlich schon das, was ich heute brauchen kann, weil ich schon im Echtgeldkonto etwa minus 150 bin. Minus 150. Wenn ich jetzt das reinholen würde, über 1000 Euro, wäre eigentlich nicht schlecht. Aber das hängt jetzt alles an dieser Stelle ab. Ja, der Dow, der prallt ab, ist eine 100er. Zeigt das vielleicht noch. Da muss ich jetzt einfach aufpassen. Wieder schwindelerregend. Tief. Der Dow lässt sich Zeit. Hoffentlich macht er nicht noch eine Kehrtwende und ganz tief. Hoffentlich hält hier das Vortagestief. Es wird schon heikel. Der Dow ist effektiv schwach. Und das kann bis 22 Uhr dauern, bis das dort oben ist.
Der Dow macht da immer an der Grenze, beziehungsweise an der Kasse am 23,6 Retracement, 20,614 rum. Ups. Ich muss da ja Stop-Loss vielleicht noch ein bisschen nach unten ziehen. Ist da ziemlich brandgefährlich. Ups, jetzt ist dann bald der Trade nicht mehr gültig, weil jetzt diese beiden überschneiden. Mist. Jetzt braucht es noch ein kleines Wunder, dass es da wieder nach oben geht. Ups, jetzt bin ich schon fast bei 300 minus und dabei 236. Zu früh eingestiegen. Ja, und das sieht jetzt schlecht aus. Jetzt überschneiden sich diese beiden Legs. Was ich jetzt nur noch hoffen kann, ist, dass der dass die 2600 im Kassamarkt halten. Das ist jetzt keine gültige Elliott-Welle mehr. Weil sie überschneidet. Zeigt das Modell noch hier. Die Meinung wäre gewesen, dass das hier die Welle 4 ist. Die ist jetzt aber viel weiter runtergetaucht, also irgendwie so, und hat jetzt natürlich die Möglichkeit besteht immer noch, dass das nach oben geht. Und das hängt jetzt davon ab, ob der Dow hier die 20.600 hält. Und das ist jetzt wirklich ein Trade, der mir das Blut, das mich Blut schwitzen lässt. Aber an und für sich eben, wenn man da das Risiko-Gewinn-Verhältnis
anschaut, sollte der eigentlich klappen. Das sollte man natürlich auch nicht. Ich schaue mal das im Nachhinein nach an, wie das Muster. Also da dieser der Abwärtstrend. Die erste Welle. Vielleicht da die dritte Welle und da die letzte. Und jetzt wäre hier die Annahme symmetrisch dazu wieder hinauf. Also eigentlich eine V-Umkehr. Das symmetrisch. Ja, da muss ich irgendwo noch einen Zwischenhalt machen. Vielleicht irgendwie so. Und da bin ich auf minus 278, das stresst mich natürlich nicht. 292. Und im Echtgeld bin ich da 343, scheiße. Ja, die Wellentheorie stimmt nicht immer. Das wäre jetzt gescheiter gewesen, schrittweise zu kaufen, nicht en bloc, weil eben, wenn es schief geht, dann ist das Klumpenrisiko viel größer. Aber eben der, ja, der Dow, der erscheint jetzt wirklich am Vortagestief. Das würde Kassa 2611 entsprechen. Der wendet dort. Und jetzt dreht er. Ach. Aber ich bin immer noch 2,70 oder 2,36 im Minus. Mich würde es, aber nein, erst nachkaufen kann ich erst, wenn der Kurs über der 12,581 ist. Stelle ich da wieder mal in den M5. Ja, hier zeichne ich nochmals diese Wellen ein. Die überschneiden leicht und eben diese Welle
Und das muss die Welle sein, die mich saniert. Das kann eben nur geschehen, wenn die 2600 Kasse halten. Das scheint jetzt aber der Fall zu sein. Ich bin da schon wieder so euphorisch, dass ich da noch einsteigen will. Es bessert im Realkonto minus 185, dann nur noch minus 166. So, und jetzt geht es auch noch ein bisschen Apple Long. In der gespreizten Grafik, die ich nebenan habe, im 15-Minuten-Chart sieht es wirklich aus wie ein Mustermodell. Es gibt nur eine lange Lunte, die auf diese gemeinsame, das sollte man hier ja auch sehen, im M15, sieht das wahnsinnig. Ist das der M30? Nein, M15, komisch. Wenn das sehr stark gespreizt ist, sieht das ganz anders aus. Spreize das mal noch. Das kann ich da nicht mehr. Komisch. Ja, das da. Diese Kerze hat eine sehr lange Lunte. Ein Hammer. Und hier wäre die Grenze, also es ist nur knapp unter die Grenze gefallen. Und der Kassamarkt, der ist jetzt auf 12,620. Also ja, ziemlich stressig. Wieder der Minutenchart. Ganz langsam bessert sich. Lässt sich Zeit. Wir haben jetzt in New York 11:45, also Mittagspause. Und das kann sich jetzt schleichend dahinziehen bis wahrscheinlich 20 Uhr bei uns. Oder 19 Uhr, wenn eins ist in den USA, dann geht es hoffentlich zur Sache.
Da schon wieder stark im Minus. 2,29 oder 2,70. Und der Kassa DAX schleicht bei 20,614. Oh. Jetzt wieder bei 2,70. Ich bin da bei 2,87 im Realkonto. 2,80 minus. Schon ein bisschen eine gewagte Theorie, die ich hier aufstelle. Wenn sie nur bald bei Break-Even wäre. Oh, jetzt kommt mir noch was in den Sinn. Da das Modell ist auf dem Kassamarkt, habe ich vom Kassamarkt und traden tue ich im Futures-Markt. Da ist auch, darum sieht das nicht so genau gleich aus. Den Kassamarkt habe ich jetzt da nicht drauf. Das muss man auch noch bedenken. Das ist auch noch ein kleiner Regiefehler. Oder hier der Kassamarkt. Und auch die ganze Zeichnung am Kassamarkt und der Trade im Futures Markt ist schon mehr oder weniger das gleiche vergleichbar, aber die Geometrie ist manchmal ein bisschen anders. Und das kann ja täuschen, eine solche schöne Geometrie. Apple steigt, das ist ein gutes Zeichen. Die Nasdaq ist immer ein bisschen voraus. Aber eben der Dow, Dow Kassa bei 608. Sehr schlecht. Und da der Dow Future macht immer noch am Vortagestief herum, gar nicht gut. Ich möchte diesen Film noch so lange weiter laufen lassen, bis ich auf Break-Even bin. Dann würde ich mal abschalten und kann dann eine Fortsetzung machen. Der Dow hat jetzt einen Doppelboden gemacht und zwar einen mit höherem Tief. Da
Das spricht jetzt für eine definitive Wende nach oben. Mal schauen, ob man das hier, wenn ich das spreize. Da ein höheres Tief. Das sieht jetzt eigentlich gut aus. Da der MA 633 sehr tief gefallen, hier der MA 200, da ist sogar noch, also der EMA 200, da ist auch noch Widerstand. Da, wenn ich jetzt das im M5 darstelle, das sollte eigentlich analog sein. Ich versuche jetzt hier die Wellen zu zeichnen. Vielleicht das die erste Welle. Die ist selbst wieder fünfgliedrig. Die Korrekturwelle. Die dritte Welle. Dann die vierte, die Korrekturwelle. Und die fünfte müsste jetzt da anschließen. Die fünfte, die ist vielleicht ein bisschen weniger steil. Es ist oft der Fall, dass die weniger steil ist als die dritte. Muss aber nicht sein. So, da nur noch 180 im Minus, bei mir minus 200. Jetzt kommt es langsam. Hier zeichne ich das auch nochmals ein. Die erste kurze Welle. Korrekturwelle. Die dritte Welle fünfgliedrig und die ABC, ja, das sieht man da ganz genau. Die dreigliedrige Korrekturwelle und jetzt die Welle 5. Heiland Sassa. Meine Erlösung. Nur noch minus 48. Der Dow löst sich. Dow Kassa auf 20.638. Ich im Echtgeld immer noch minus 84 bis 90.
Nasdaq oder Apple zieht auch langsam an. Oh. So, jetzt ist dann mein Trade bald in trockenen Tüchern. Dann würde ich den Stop-Loss, den ziehe ich hier hin. Das ist verdammt stressig. Und jetzt müssen sich natürlich alles noch bewahrheiten. Aber ich glaube, mit 12,5 Kontrakten bis hierhin, das wäre ja auch schon eine schöne Summe. Im Realkonto minus 22 bis minus 14 und jetzt sollte die vielbesungene fünfte Welle kommen und die Sanierung herbeibringen. Da nochmals das Modell. Hier sollen wir nach oben gehen. Und bei, ja, hier wird das sicher bei 676 wird es wieder Widerstand geben. Mal schauen, ob wir dort glattstellen. Das kann ich ja auch schon ausrechnen, was das für einen Gewinn gibt. Das wäre bei 12,618. Also 12,618 und das wären etwa 25 Punkte mal 12,5. Gleich 312 Dollar. Ja, ich sollte schon mehr haben. Weil ich möchte mal, dass da wäre zwar der heutige Verlust wäre mehr als wett gemacht, aber es wäre jetzt schon noch schön, einen schönen Gewinn nach Hause zu bringen. Und geradlinig geht es natürlich nie. Und was man auch aufpassen muss, also diese Linien, die halten nicht immer. Es kann auch jederzeit da wieder durchbrechen. Ich zeichne die da noch ein bisschen anders. Scheint da diese fünfte Welle trotzdem ein bisschen steiler zu funktionieren. Und das ist jetzt einfach noch zu beachten, dass er mir nicht durch diese Linie bricht. Dann wäre es sofort glatt zu stellen. Im Plus. Auch im Echtgeldkonto im Plus. Sehr schön. Den Stop-Loss kann ich aber noch nicht auf Einstand ziehen. Das ist noch zu riskant. Mal da unter diese große Kerze. Und jetzt sehe ich gerade, dass ich da den Take Profit. Viel zu nahe habe.
Gut, ich unterbreche da mal, weil es ist ja jetzt auf Einstand. Also wenn es wieder stark nach unten gehen würde, dann würde ich den Trade killen. Also er müsste jetzt entlang dürfte diese Gerade nicht mehr unterschreiten. Und dann mache ich einen zweiten Film, die Fortsetzung dieses spannenden Trades.